Hier nun ausnahmsweise einmal ein Kinetikbeispiel mit Luftwiderstand. Ein Fallschirmspringer mit der Masse M öffnet in einer Ruhelage in sehr großer Höhe seinen Fallschirm. Der Luftwiderstand ist durch die Funktion Fd ist k mal v Quadrat gegeben, wobei k eine Konstante ist. Zu berechnen ist die Geschwindigkeit des Fallschirmspringers zum Zeitpunkt t. Weiters ist gesucht, wie groß die Geschwindigkeit bei der Landung ist, welche der Endgeschwindigkeit, wenn t gegen unendlich geht, entsprechen soll. Meine positive x-Koordinate zeigt nach unten sinnvollerweise, dort wo die Geschwindigkeit hinzeigt. Der Fallschirmspringer wird wie die Katze ein Massepunkt. Den machen wir entsprechend frei. Der hat natürlich die Gewichtskraft m mal g und den Luftwiderstand Fd, der nach oben wirkt, nach unserer Funktion kv². Und dann kann man den Schwerpunktsatz einfach hinschreiben. Das ist noch nicht wirklich aufregend bei dem Beispiel. Das ist schwerpunktsatztechnisch sehr simpel. Schwerpunktsatz ist einfach m mal g minus Fd ist m mal a und a ist die Beschleunigung des Fallschirmspringers. Also m mal g minus kv Quadrat ist m mal und a ersetze ich dann durch die Ableitung der Geschwindigkeit nach der Zeit, dv nach dt. Dann haben wir nämlich die Möglichkeit, über dt zu integrieren und über dv entsprechend kriegen, also wenn man es einmal auseinander nimmt, mg minus kv Quadrat dt ist m mal dv. Es ist ja nur über die Zeit das zu integrieren, was wirklich von der Zeit abhängt. Das heißt, wir können dt alleine hinschreiben und können dv integrieren als Integral m durch mg minus kv Quadrat. Dv ist Integral dt. Mehr braucht man nicht tun, weil das hängt alles. Also v hängt natürlich von v ab, das integrieren wir direkt über dv und das dt für sich. So, und dann kann man da von 0 bis v integrieren und hier von 0 bis t und kann entsprechend einmal die rechte Seite trivial aus integrieren und über die linke Seite muss man sich dann Gedanken machen. Ich hebe raus, was man rausheben kann, nämlich zum Beispiel m über k. M über k hebe ich nur deswegen raus, dass oben das m verschwindet. Dann muss man natürlich unten entsprechend korrigieren. Dann steht da 1 durch m mal g durch k minus v Quadrat dv. Und rechts haben wir von 0 bis t schon integriert, also bleibt t über. Das hat jetzt den Charme, dieses Integral da, deswegen rausgehoben, dass es eine Form ist, die man zumindest im Tabellenbuch nachschlagen kann. Gut, schauen wir es an, was da rauskommt als Nebenrechnung. Eigentlich ist es die Hauptrechnung, aber ich nenne es trotzdem Nebenrechnung. Das Integral 0 bis v ohne Vorfaktor ausgerechnet mg über k minus v Quadrat dv ist, wenn Sie sich das anschauen, 1 durch Wurzel mg über k, in dem Fall ist es der Arcus tangens hyperbolicus von v durch die Wurzel mg durch k. Und das von 0 bis v. So, das muss man entsprechend einsetzen. Das ist, wie gesagt, ich schreibe her Computeralgebra-System. Gut, was wird das? Ich schreibe einmal her, was es wird und sage dann noch was dazu. Das wird 1 durch, wenn man die Grenzen einsetzt, 2 mal Wurzel mg über k ln 1 plus v über Wurzel mg über k minus ln 1 minus v über Wurzel mg über k zwischen 0 und v
Also V ist jetzt irgendwie eigentlich ein V-Tilde da überall, damit das stimmt, weil die Grenze haben wir noch nicht eingesetzt. Und jetzt ist die Frage, also erstens einmal, was da passiert ist, ist, dass der Arcus tangens hyperbolicus von einer Größe, ich nenne es Z, sie ausdrücken lässt als 1/2 ln 1 plus Z minus 1/2 ln 1 minus Z. Das ist genau das, was da passiert ist. Das sind diese Faktoren da oben. Das ist einfach eine Umformung, die man halt durchführen kann. Und dann, und das mache ich hier, kennt man vielleicht, was ln x minus ln y ist. Ja, x durch y, genau. Das verwendet man noch. Dann kann man nämlich hier die beiden jeweils in an ln schreiben und dann hat man halt einen Doppelbruch. Das setze ich da noch ein. Dann wird das Ganze, Vorfaktor bleibt bestehen, 1 durch Wurzel m2 mgk ln von, und dann löst man am besten den Bruch da noch auf, Wurzel mg über k plus v und Wurzel mg über k minus v Tilde machen wir da noch draus, entsprechend zwischen 0 und v. Und dann muss man noch eins wissen, nämlich was der ln von 1 ist. Ln von 1 ist 0 und dann kommt man, dann kann man das ein bisschen abkürzen auf einen Zusammenhang, dass t 1 durch 2 mal Wurzel mg über k ln von dem Ausdruck da ist, wo jetzt das v Tilde durchs v ersetzt wird. So, jetzt das entsprechend einsetzen. Achso, das t habe ich schon hergeschrieben. Ja, stimmt, danke. Das muss man eigentlich schon entsprechend mitschleppen. Dann hätte man nämlich hier 2 mal Wurzel mg durch k mal k über m mal t ist gleich das, was rechts als ln steht. Dann sollte der Vorfaktor wieder dabei sein. Mgk Wurzel plus v und Wurzel mgk minus v. Dann könnte man das k und das m eigentlich in die Wurzel reinziehen, wenn man will. Dann kann man es nämlich kürzen. Das ist vielleicht schöner. Also das muss dann sein 2 mal Wurzel mg k² durch m² k. Dann kürzen wir da entsprechend. Und dann haben wir 2 mal Wurzel gk durch m, oder? Mal t dann insgesamt. Nehmen wir den Faktor so. Was man dann machen sollte, damit man überhaupt auf ein Ergebnis kommt, ist einfach ein e hoch das Ganze nehmen. Weil dann haben sie rechts das ln weg und links ist halt e hoch irgendetwas. Ja, machen wir das einmal. Das ist dann e hoch 2 mal Wurzel gk über m mal t ist gleich der Bruch Wurzel mg über k plus v durch Wurzel mg über k minus v. Und dann ist das natürlich das, ist ein v von t, weil das v, weil auf der linken Seite steht ja sowieso schon das t und klarerweise ändert sich die Geschwindigkeit mit der Zeit. Dann könnte man das umformen auf v von t Vorfaktoren. Das ist dann entsprechend auf der einen Seite 1 plus das e hoch 2 mal Wurzel gk über m mal t ist Wurzel mg über k e hoch 2 mal Wurzel gk über m mal t minus 1. So,
Dann haben wir die Faktoren m, g, k Wurzel rausgekommen und den Faktor v von t entsprechend. Also sozusagen den Term drauf multipliziert und dann hat man zwei Faktoren jeweils mit dem e hoch Term, eins mit v, eins mit dem Wurzel und zwei Faktoren mit einem 1er jeweils und dann entsprechend zusammengefasst nach den gleichen Vorfaktoren. So, und dann ist es v von t Wurzel mgk mal e hoch 2 mal Wurzel gk über m mal t minus 1 durch e hoch 2 mal Wurzel gk über m mal t plus 1. Das wäre der allgemeine Zusammenhang. Jetzt schauen wir nur kurz, was ist Wurzel gk über m? Kunde hoch minus 2, dann muss das k Newton durch Meter Quadrat pro Sekunde Quadrat sein, ja, genau. Okay, dann haben wir da also Newton durch Meter Quadrat pro Sekunde Quadrat und Kilogramm. Das sind dann Kilogramm Meter pro Sekunde Quadrat für die Newton, Meter Quadrat, Sekunde Quadrat. Das ist nur die Wurzel und außen draußen steht ja noch Sekunde von der Zeit. Wir haben ja e hoch 2 Wurzel mal t. Und die Wurzel liefert dann 1 durch Sekunde. Wenn es die Wurzel aus dem Sekunde hoch minus 2 ziehen mal Sekunde, dann kürzt sie das weg, dann ist das auch wieder 1. Ja, passt. Der Grenzfall ist die Endgeschwindigkeit. Wenn t gegen unendlich geht, was wird wahrscheinlich mit dem ganzen Ding da passieren? Das wird 1, ja. Da kommt nämlich Wurzel m mal g durch k raus, der Vorfaktor. Warum wird das 1? Naja, weil wenn t gegen unendlich geht, kann man da oben eh argumentieren. Wenn t gegen unendlich geht, dann werden die 1er da als Faktoren irrelevant. Die werden so klein, dass man es vernachlässigen kann und dann kürzen sich diese beiden Beiträge gegenseitig weg und es steht 1 da. Und damit ist nur der Vorfaktor die Endgeschwindigkeit.